an Gott glauben. Wir sollten wissen, liebe Geschwister, es gibt nur eine einzige Regel, um errettet zu werden. Nur eine einzige, mehr nicht. Keine zwei, keine drei, keine vier. Nur eine einzige Regel. Dass du bezeugst, und du hast schon die Hälfte erreicht, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah. Das hast du ja schon bestätigt. Du sagst, es gibt nur einen einzigen Gott für dich. Das heißt, du bist schon viel weiter als viele, viele Menschen. Aber es kommt noch ein zweiter Teil hinzu, um errettet zu werden, um das ewige Paradies zu bekommen und um sich vor dem ewigen Verdammnis zu retten. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Gesandter ist. Das ist alles. Du brauchst nicht an das oder jenes zu glauben, wenn du dieses Glaubensbekenntnis sprichst und du weißt, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist einer der vielen Gesandten, er kam als letztes aber, und du bezeugst, dass er der Gesandte Allahs ist, dann wirst du errettet sein, bi'idhnillah ta'ala. Mehr musst du nicht tun. Und hier wirst du es schaffen, bi'idhnillah ta'ala, die Glückseligkeit in dieser Welt zu bekommen und in der nächsten Welt. Wallahu ta'ala ala wa'ala.